Panasana ist die Stellung der Haube der Kobra. Und es gibt verschiedene Stellungen, die so genannt werden. Garote in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asana sagt, dass Panasana in einigen Werken beschrieben wird, genannt werden, aber nirgendwo beschrieben wird. Es gibt mehrere Stellungen, die man als Panasana bezeichnen kann. Das eine ist die Königskobra, und zwar die Kobra, wo der Kopf auf, wo die Füße auf dem Kopf sind oder die Ferse auf dem Kopf ist und die Füße etwas oberhalb des Kopfes sind. So bilden die Füße wie die Haube einer Kobra. Eine zweite, einfachere Stellung, die als Panasana bezeichnet wird, ist die Kobra mit Händen gefaltet hinter dem Kopf. Du hältst also die Hände dem Kopf, das ist wie die Haube der Kobra, und hebst Brustkorb hoch. Diese Stellung stärkt Gesäß, unteren und mittleren Rücken und auch einige Muskeln des Schultergürtels. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir, und teile die Sendung mit anderen. Danke.